Morgen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur 175. Sendung Bremer Sport TV, Ihrer Breitensportsendung auf Radio Weser TV. Wir haben wieder ein volles Programm für Sie. Erstes Thema unserer Sendung wird die Woche des Tanzes sein. Wir begrüßen dazu Christina Winkelmann vom LTV Lemwerder und Lars Bankert, den neuen Präsidenten des Landestanzsportverbandes. Dann bleiben wir gleich beim Tanzen. Die Oriental Starlights sind heute mal wieder zu Gast. Wir begrüßen Tanja Schlawinski, die zwei Gruppen uns heute mitgebracht hat. Sie sehen alle so schick aus wie Sie. Toll, sieht so aus. Dann geht's weiter. Paintball, eine Innensportart für junge Leute, die wir erstmalig im Programm haben. Und meine Kollegen waren bei den Badminers Bremen. Und wir suchen Chris von Frieden, der heute im Studio ist, und Eike Stelter. Herzlich willkommen im Studio. Jedermannrennen bei Veloturn 2016 haben wir heute im Rennen. Wir haben ganz bewusst darauf verzichtet, heute die Gewinner einzuladen, sondern wollen mal in die Breite gehen und haben ein Ehepaar eingeladen, die seit Jahren sich dem Radsport verschrieben sind, haben und praktisch dort Andrea und Heike Bunsemeier, die heute berichten werden, warum sie als Ehepaar Radsport machen. Dann geht es weiter. Wir haben nicht nur Oliver Sebrandke da, Gewinner des Marathons 2016, herzlichen Glückwunsch nochmal, sondern wir zeigen Ihnen mal, liebe Zuschauer, was als beim Marathon, was man da als Vorbereitung machen muss. Und wir begrüßen dazu Mario Lobendel, der auch in der Trainingsgruppe ist, der auch sicherlich die gute Platzierung erreicht hat. So, last but not least, wie immer, die Fußball-Plauderecke. Jeder spricht in Bremen vom FC Oberneuland, der Verein, der aus Phoenix aus der Asche nach oben wieder gestiegen ist, mit dem Vorsitzenden Hans Blank, der seit Jahren den Verein jetzt führt. Und er hat uns den Spieler Michael Töne mitgebracht. Herzlich willkommen euch. Liebe Zuschauer, das war das Programm für nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewogen, schalten Sie ein, 20. Oktober, Radio Weser TV.